Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Round 2 Total War Online Schlacht mit mir, Fighting Joe, gegen den guten Shisha auf der Karte Amaseya. Aus mehreren Gründen wollte ich diese Schlacht mal aufgenommen zeigen, denn zum einen ist es eine Karte, die nicht besonders offen ist, nicht besonders klar, also keine Karte, auf der ich meine normale hochmobile Kavallerie mit östlichen Fraktionen groß zum Tragen bringen kann. Zum anderen, weil es eine Schlacht mit den Sueben ist, mit denen ich sehr, sehr wenig spiele. Hat einige Gründe. Ich besitze nämlich weder das Daughters of Mars noch das Beasts of War DLC Pack. Das heißt, ich kann weder die krassen overpowered Kimbern-Bogenschützen noch die ziemlich guten Wolfskrieger spielen. Zwei Einheiten, die mir beide sehr angeraten wurden, wenn ich nicht weiß, was ich mit denen soeben spielen soll. Ja, gut, kann man nichts machen. Es tut mir leid, dass ich Sega nicht so viel Geld in die, in den Rachen werfen will. Über die Thyla und Odrysen verfüge ich jetzt dank Shisha. Nochmal großen Dank dafür. Das fand ich echt super. Was spiele ich denn? Ich spiele dreimal berittene keltische Kundschafter auf der einen Flanke und einmal hier, also vier insgesamt. Ich sag erstmal ganz kurz, was ich dabei habe, danach, wieso ich es wie aufgestellt habe. Dann dreimal Odinsspeere, zweimal Schwertmeister, viermal die Rundschildkämpfer, einmal Jagdreiter, einmal als General die germanischen Adelsreiter und drei germanische Jugendliche. So. Warum habe ich mich so aufgestellt? Also hier ist natürlich der Hang sehr steil, der wird nach hier oben fast schon wieder gerade, aber wir kämpfen ja eh von rechts nach links. Da aber natürlich der Kampf dann eventuell so oder eben auch so stattfindet, also je nachdem, auf welcher Flanke man sich verstärkt, kämpft man am Ende im Zweifelsfall doch bergauf. Und je stärker man sich von dieser Position aus rechts einfindet, desto größer ist die Chance, dass die Schlacht entweder hier oben stattfindet, wo es eh egal ist, oder aber man doch am Ende runterkommt. Mein Traum war es erstmal, diese Hügelkette hier zu erstürmen, denn die hier ist ziemlich ekelhaft. Die Einheiten können hier sich nicht hinbewegen, das macht jegliche Formation auch kaputt. Ist außerdem ein bisschen asozial, sich da oben hier zu verkämpfen. Ich wollte erstmal diesen Hügel stürmen. Dafür eben diese drei Kundschafter hier, die werden gleich vorstürmen und erstmal den Hügel versuchen zu sichern, während sich meine restliche Armee nicht nur ein Stückchen weiter hier hochziehen konnte. Hierhin zieht der Grund, weshalb ich sie in der Mitte gehalten habe, war, dass ich zumindest diese Position immer einnehmen kann, die schon mal ganz vorteilhaft ist, denn hier ist relativ ebenes Feld. Denn wenn sich Shisha, hier ungefähr ist seine Aufstellungszone, wenn Shisha auf dieselben Ideen kommt, dann kommt es hier auf dieser Hügelkette zu einem harten Gefecht und dann kann ich mich immer noch zum Beispiel auf dieser Linie oder so positionieren. Also soweit alles ganz gut. Die Kavallerie hier hinten war zum Scouten, sollte er hier mit größeren Verbänden rankommen. Ich habe den Vorteil, dass dieser Bereich erstmal abgetrennt ist und dann starten wir auch gleich. Ja, wir sehen, wie ihr seht, sehen wir nichts. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Wir sehen gleich meine Kavallerie, die vorrückt. Und jetzt gehen wir mal in die normale Geschwindigkeit. Wir sehen hier Shishas thylische Kavallerie mit thrakischen Söldnerkavalleristen und keltischen Adelsreitern. Also tut er genau das, was ich gedacht hatte. Ihr seht, versuche erstmal diese Kette hier zu erlangen. Das hier ist mein Traumziel. Es sind einige. Da war gerade ein kleiner Mikrofehler. Hier unten scoute ich erstmal ein bisschen rum. Er hat hier zwei Kavallerien. Wo seine Hauptarmee ist, weiß ich noch nicht, woraus seine Hauptarmee besteht, weiß ich natürlich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Ich sehe hier nur keltische Adelsreiter und thrakische Söldnerkavallerie. Und jetzt kommt hier der thylische Schwarm aus dem Wald mit thrakischen Söldnerpeltasten, eine sehr, sehr gute Einheit, 41 Geschossschaden. Wir sehen hier gallothrakische Infanterie, thrakische Krieger, natürlich sehr, sehr stark im Ansturm. Eidgeschworenen General und eine Linie aus Speerkriegern, die verstehe ich nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Also das war bildtechnisch nicht so gut, mein Bild ist auch wenig noch optimierbar. Die Rundschildkämpfer sind so eine Verlegenheitslösung.
Ich weiß gar nicht, ob die gut sind oder nicht. Also 40, 33, 34 ist ganz gut, aber sehr, sehr wenig Holding Power, sehr ungeordnet, seht ihr hier. Odin Speere dagegen gefallen mir sehr gut, haben immerhin einen Sturm abwehren. Ist das Beste, was man an Speeren kriegen kann, und ich wollte es mal mit denen in der Linie versuchen. Denn ich hatte es vorher mal mit den Rundschildkämpfern als Linieneinheit versucht. Das geht nicht gut hier. Sehen wir, ich bin gerade woanders beschäftigt und werde hier angegriffen von den Adelsreitern. Ich kann nur noch eine Kundschaftereinheit rausziehen. Ihr seht, die werden einfach niedergemacht. Aber Shisha, ja, feuert jetzt auf die. Ich gebe auch noch mal eine Salve auf die keltischen Adelsreiter ab. Das tötet doch sogar noch drei Mann. Also die werden in dem Nahkampf nicht gefallen. Das kann ich euch aber mal flüstern. Und so sieht das Ganze gut aus. Hier hinten haben wir eine ähnliche Situation. Da war ich nämlich gerade mikrotechnisch beschäftigt. Die Söldnerkavallerie hier und die Kundschafter haken sich. Ich habe 10 Gold mehr, 10 Gold weniger investiert. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt oder nicht. Hier auf der Flanke sollte ich jedenfalls Plänkel-Kavallerie technisch bessere Chancen haben. Ich versuche jetzt hier mit dem Rundschildkämpfer, möchte ich mal ganz kurz erklären, diese Hügelkuppe zu erobern, um zu werfen, nicht um zu kämpfen. Und hier habe ich jetzt erstmal die Position auf dem Hügel, den... Also natürlich will keiner von uns beiden angreifen, aber mein Problem ist, ich habe natürlich eine sehr, sehr schwache Kavallerie. Solange ich nicht weiß, was mit den beiden steht, wollte ich eigentlich nicht angreifen. Mein Plan wäre es gewesen, die thrakische Söldnerkavallerie auszuschalten und dann mal Jagd auf die Adelsreiter zu gehen. Dann hätte ich nämlich hier über die Flanke mit Rundschildkämpfern und meiner eigenen Kavallerie ordentlich Trara machen können. Das war so mein Plan in dieser Sekunde. Ja, hier hinten sehen wir auch, Kundschafter haben bisher mehr getroffen, aber jetzt ist es natürlich doof. Bergauf, ne? Irgendwas ist gerade mit der Framerate. Die Framerate geht gerade total runter, ich weiß gar nicht wieso. Ja, das mit den Rundschildkämpfern hat super geklappt. Sie wurden beschossen, aber haben nicht zurückgeworfen. Sehr gut von mir. Aber, naja, gut, auf der anderen Seite schießen sie jetzt erstmal hier hin. Jetzt hat Shisha was ganz Witziges gemacht. Er hat einen Teil seiner Armee vorgezogen und will gleich hier in den Angriff gehen, aber... Na, ich weiß nicht. Ich erwidere natürlich das Feuer, aber... will hier natürlich auch nicht zu viel riskieren. Jetzt geht er hier hinten mit den Adelsreitern vor, ist ganz klar. Ich möchte nur gerade kurz hier zeigen. Die thrakischen Krieger haben zwar schon richtig was verloren, aber die werden gleich richtig noch wuten in den Odin Speeren. Ihr seht, das ist nicht nur der Beschuss. Hier die gallothrakische Infanterie nicht wirklich optimal eingesetzt. Jetzt werfe ich hier und er wirft noch nicht, hat aber schon zwei Mann verloren. Ich habe jetzt zwei Einheiten. Herbandspeere gut, aber egal. Ihr seht, die thrakischen Krieger, sie haben nur sehr, sehr kurz gekämpft, aber haben 30 Kills an Elite-Einheiten. Die nächsten kommen hier, die sind natürlich schwer gepanzert. Das ist meiner Meinung nach ein falscher Einsatz für die. Ganz klar. So eine Einheit hat Schock ohne Ende. Wenn jetzt hier erst die thrakischen Infanteristen und die gallothrakischen Krieger und die Speerbrüder, die er hier irgendwie hat, hier hat er noch Speerkrieger, wenn die zuerst eingegangen wären und die Thraker über die Flanke oder so gekommen wären, das wäre echt böse ausgegangen. Hier hinten muss ich jetzt mit meinem General versuchen, hier die keltischen Adelsreiter zu kriegen. Das klappt aber sehr gut. Ich kriege den Charge in die Flanke und kann hier noch Rundschildkämpfer mit reinziehen. Hier an der Linie entbrennt ein Kampf, der natürlich für mich nicht sehr gut aussieht. Ah, und hier habe ich natürlich... Also, ich hatte einfach nichts, um den hier zu blocken. Das ist ein ganz klares Defizit dieses Builds. Ich kann diese beiden schweren Kavallerien nicht wirklich blocken, aber Shisha tut mir hier den Gefallen, in der ersten Kavallerie, in der ersten Fernkampfeinheit erstmal stehen zu bleiben, sofort. Er bringt sie zwar zum Banken, aber das reicht. Er hätte sie sofort rausziehen müssen, direkt nach dem Ansturm. Aber ihr seht, es ist knapp. Dafür kommen meine Jagdreiter schon mal erstmals in die thrakischen Söldnerfeldtasten, töten aber sehr wenig, denn die sind natürlich sehr gut im Nahkampf. Aber hier hinten ist es eben auch so, ich habe einiges noch beschäftigt und noch ist meine Linie nicht gebrochen, obwohl er mir anzeigt, dass ich verliere. Krass.
Na gut, es kommen ja halt noch Eidgeschworene rein und momentan stehen hier noch die Adelsreiter, die schwer dezimiert sind. Also ich habe hier oben die Flanke, die ich eigentlich gedacht hatte, dass ich sie hole, verloren. Meine Jagdreiter sind weg. Ich kann hier jetzt aber schon mal den ersten Charge hinten reinsetzen und auch seine Truppen sind so ein bisschen dezimiert. Also muss mich selbst auch mal ein bisschen kritisieren, da hätte ich viel mehr eigentlich auch Offensives machen können. Denn so lasse ich mich hier einfach nur niederchargen. Und gerade bei sowas wie thrakischen Kriegern ist das immer gefährlich. Hier meine armen Schwertmeister werden an der Flanke richtig gehen, von allen Seiten angegriffen. Aber es geht halt eben auch keine Einheit raus, um hier mal meinen Flankkampf abzuräumen. Das kommt mir sehr zu Pass. Meine Einheiten sammeln sich da hinten, seine Einheiten sammeln sich aber kontinuierlich auch da hinten. Ihr seht irgendwie brechen wir unsere Moral gegenseitig nicht ganz. Hier die Eidgeschworenen machen natürlich Hackfleisch aus allem, jedem und dem Rest. Meine Schwertmeister hier haben auch noch erstmal andere Probleme. Der einzige Lichtblick ist, die anderen Adelsreiter verlieren hier klar den Kampf. Denn hier ist jetzt Infanterie mit drin und ich habe eben den Charge gekriegt, das ist doch ganz wichtig. Alles das spricht für mich. Aber auf der anderen Seite ist eben immer die Problematik, wie kriege ich diesen General hier raus? Und ich habe jetzt erstmal mit den Truppen, die ich habe, versucht, den Gegner auszuschalten, denn meine Überlegung ist einfach, wenn ich alles andere töte, kriege ich auch irgendwie noch die Eidgeschworenen. Hier sehr schön Einsatz der thrakischen Söldnerkavallerie, die habe ich überhaupt nicht abwehren können. Aber ich stehe halt hier wirklich auf ziemlich ungutem Posten, denn meine Kavallerie ist hier hinten an der falschen Flanke und ja, das ist nicht so pralle, aber die thrakischen Krieger und die gallothrakische Infanterie sind natürlich nicht die Einheiten, um den Kampf lange rauszuzögern, um groß lange die Linie zu halten, aber sie kommen hier eben schon wieder. Ist sehr witzig, ich setze jetzt einen Charge auf die Eidgeschworenen und das ist eigentlich ganz gut, denn er versucht hier jetzt rauszuziehen. Eigentlich klappt das Manöver meistens sehr gut, dass er dann Schläge in den Rücken kriegt, aber hier standen eben noch die Speerkrieger, die meine Einheiten aufgehalten haben. Nicht so gut, so hat das Manöver nur ein bisschen dadurch was gebracht, dass ich hinten reingeschossen hat. Jetzt eine ganz witzige Situation, meine Schwertmeister waren auf einmal tot. Ich habe es bis heute nicht verstanden, wie die gallothrakischen Infanteristen und so das hingekriegt haben. Auf einmal aber, na gut, ich muss mich jetzt drauf konzentrieren, hier die Eidgeschworenen zu töten und hoffen, dass mein General einiges aushält, noch einiges mit in den Tod reißt, während meine Kundschafter hier ja, in den thrakischen Flänklern massakriert werden, in den thrakischen Feldtasten. Das einzig Positive an dieser Schlacht bisher für mich, also vom Schlachtverlauf, ist, dass mein General noch lebt und dass ich viel von ihm zumindest einmal schon in die Flucht schlagen konnte. Was kommt eben alles wieder und die Eidgeschworenen leben einfach noch. Meine Odin-Speere haben da ganz wenig Chancen und das ist nicht gut. Auch dass hier die Rundschildkämpfer so klar gegen die Speerkämpfer verlieren. Ich weiß nicht, die Rundschildkämpfer mag ich nicht besonders, aber sie sind das, was ich habe. Da muss man halt auch immer so ein bisschen schauen, was hat man überhaupt? Was kriegt man rum? Aber hier ist jetzt hinten noch ein Hoffnungsschimmer, den 138 Rundschildkämpfer und 65 Reiter im General. Die können einiges noch tun. Die müssen nur schnell genug rum, dass die Eidgeschworenen noch irgendwie frontal gebunden sind. Hier an der Flanke haben meine Schwertmeister eben im Ausgleich dafür mal gewonnen. Finde ich sehr positiv. Und uns geht natürlich die Munition aus, denn wir haben beide auf Speerträger gesetzt. Gegen wen kämpfen die thrakischen Krieger hier? Es ist sehr unübersichtlich, dieser Waldkampf. Und die Einheiten, ihr seht, haben auch ihre Probleme, gegenseitig in den Kampf zu gehen, in die Formation zu halten. Das ist für mich eben als Verteidiger nicht so gut. Jetzt kommt hier mein General und räumt erstmal ab, was hier oben abzuräumen ist, nämlich die thrakischen Krieger und die gallothrakische Infanterie. Mit dem Versuch, die wenigstens mal zu brechen, aber es klappt einfach nicht. Die Moral ist einfach genial, sind sie wenigstens geknackt. Und die Speerkrieger hier sind auch nicht mehr wirklich pralle. Hier hinten kann ich auch den Speerkriegern in den Rücken fallen, sehr schön. Ich glaube, die thrakischen Feldtasten haben zu diesem Zeitpunkt keine Munition mehr. Hier hinten, witziges Standoff. Ich hätte eigentlich einen Angriffsbefehl gegeben, darum hatte mich das, wundert mich das gerade jetzt ein bisschen, aber egal. Was ist so, hier thrakische Feldtasten sind zwar eine sehr gute Einheit und man schreibt mir aufs Demon, sehr schön.
Aber ich werde da jetzt gleich drauf antworten. Erstmal kommentiere ich noch schnell zu Ende. Ja, hier, dieser Nahkampf geht jetzt eben vonstatten und es ist so, dass die Eidgeschworenen gebunden sind. Also eigentlich sieht es ja gut aus. Scheiße, ich denke mir jetzt, okay. 63 Adelsreiter, einigermaßen in Formation. Setzt hier den Charge, aber er dreht nochmal raus und es reiten nur sehr, sehr wenige Einheiten rein. Irgendwie ganz komisch. Hier die Masse der der Truppe hat sich noch umgedreht. Aber er dreht die Eidgeschworenen raus. Das darf man nicht machen, denn jetzt zählen sie, glaube ich, als im Rücken angegriffen. Also sie zählen ja in jedem Fall angegriffen. Jetzt zählen sie immer noch als von hinten angegriffen, weil sie ja, weil sie eben das Problem haben. Und in dieser Situation nehmen sie natürlich auch viel mehr Schaden. Jetzt ist ein General glücklicherweise tot, was endlich, muss man ja echt mal sagen, den Armeemoralbruch zur Folge hat. Ja, ihr seht, Shisha hat mir wahnsinnig den Gefallen getan, indem er mich in der Situation angegriffen hat. Hätte ich ihn angegriffen, wäre das wahrscheinlich anders verlaufen, wobei ich gar nicht weiß, ob es für mich schlechter verlaufen wäre. Denn viele Einheiten, die er hat, leben von ihrem Ansturm, zum Beispiel eben nicht zuletzt die thrakischen Krieger, die ja defensiv doch nicht wirklich zu gebrauchen sind, sondern wirklich Schocktruppen sind. Also da weiß ich nicht, wie sich das dann ausgewirkt hätte. Wäre auf jeden Fall interessant gewesen, zumal der Hügel hier noch ein bisschen steiler ist. Aber so ihr seht, auf Schlachten ohne, auf nicht offenen Feldern, ist es alles auch sehr gut. Was ich mich frage, ist, wo die Speerkrieger hierher kamen, die nicht sogar noch den Unterschied hätten machen können. Aber das sind alles so Hätte-Hätte-Fragen. Das ist natürlich auch Shisha, der sich das fragen muss. Ich bin von meinem eigenen Sueben-Bild übrigens nicht wirklich überzeugt. Ich weiß nicht, bei den Sueben, die Einheiten sagen mir alle nicht so zu. Viele Einheiten da können einfach nicht das, was ich von Einheiten brauche. Ihr seht hier solide Kills in der Linie, aber sind natürlich schwach gepanzert. Wenn da jetzt eine zivilisierte Fraktion mit starkem Fernkampf gekommen wäre, wären die ziemlich schnell gestorben. Und ja, das sind halt alles so Sachen. Da geht man sehr, sehr gerne mal krepieren mit den Jungs. Und wir sehen es bei Shisha, die schwere Kavallerie hat es nicht wirklich gebracht. Der General hat es auch nicht so unendlich gebracht, wie die Speerkrieger und die gallothrakische Infanterie so viele Kills kriegen. Gut, wahrscheinlich haben sie meine Plänkler mit abgeräumt, meine Rundschildkämpfer, meine Hermannspeere unter anderem. Haben ja alle gegen die gekämpft, das kommt schon irgendwie hin. Und ihr seht, die thrakischen Krieger, die sind nur einmal kurz reingestürmt, haben 30 Kills gemacht an Odins Speeren. Das ist natürlich hart, aber so wie Shisha sie eingesetzt hat, waren sie auch ein bisschen verschwendet. Also da hätte man noch viel mehr mitmachen können. Alles in allem war aber eine sehr schöne Schlacht. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer